In dieser Saison kämpfte sie, hier sehen Sie sie durchs Bild huschen, mit Verletzungsproblemen. Vielleicht fehlt überhaupt so ein bisschen Motivation in diesem sogenannten Zwischenjahr. Wir haben das gestern ja auch bei Helga Arendt im 400-Meter-Lauf gesehen, die auch geglaubt hatte, dieses Rennen ganz sicher, wie sie so schön sagte, hinterher nach Hause stiefeln zu können. Aber Gudrun Abt ist motiviert, trotz der Verletzungen, obwohl sie spät begonnen hat, weil es diese Dame jetzt gibt im 400-Meter-Hürdenlauf, die Sie hier sehen. Ulrike Heinz, die deutsche Juniorenmeisterin des letzten Jahres, 22 Jahre alt, vom USC Freiburg. Und die hat sich unglaublich verbessert in dieser Saison, hat ihre persönliche Bestzeit gegenüber dem letzten Jahr um 1,5 Sekunden steigern können. Jetzt bei 55,77 Sekunden angekommen. Und wenn ich die Stimmung so vor dem Rennen recht gedeutet habe, dann hat die Gudrun Abt schon ein bisschen Muffensausen, verständlich. Denn wenig Rennpraxis in dieser Saison und Ulrike Heinz ja mit glänzenden Leistungen in diesem Jahr. Siehe auch beim Europacup, wo sie diese persönliche Bestzeit aufgestellt hat. Von innen nach außen Christa Tritschler vom TV Neustadt, dann auf der Bahn 2 Iris Gauch, TSG Wiesloch, dann die Favoritin nach den Leistungen dieser Saison, Ulrike Heinz. Dann, wir haben uns ein bisschen mit ihr unterhalten, aber schauen wir zunächst von innen nach außen. Im roten Trikot, das ist die Christa Tritschler. Keine der jetzt aufgeführten Läuferinnen hat eine Chance, in das Spitzenduell oder vielleicht dann annähernd in den Dreikampf einzugreifen. Hier Ulrike Heinz. Ulrike Heinz, ein sehr robuster, kräftiger Typ. Sie werden es beim Laufen sehen. Dann Gudrun Abt. Probleme wird sie vielleicht auf den letzten 100 Metern bekommen. Sabine Alba. Mit beständigen Leistungen im letzten Jahr. Margit Krötzinger. Dann noch die junge Christiane Beinhauer am Mittwoch in Zürich und konzentriert sich auf die Junioren-Europameisterschaft in Varaždin in diesem Jahr. Aber da kommt also eine dritte Läuferin über diese Distanz. In der Bildmitte, ganz in Blau auf der Bahn 3, Ulrike Heinz und vor ihr Gudrun Abt. Das wären die beiden Favoritinnen. Fehlstart im 400-Meter-Hürdenlauf der Frauen. Ich kann Ihnen, nachdem ich das schon angesprochen habe, bei Ulrike Heinz, ich sagte eine kräftige, robuste Läuferin, damit Sie das optisch dann ein bisschen verfolgen können, liebe Zuschauer, noch sagen, Sie werden sehen, sie geht sehr kräftig in die Hürden rein, während Gudrun Abt da doch immer etwas zögerlicher wirkt, an und vor der Hürde. Das ist schon einmal der wesentliche Unterschied. Sie sehen es ja schon vom Körperbau her, vielleicht die feinfühligere, die sensiblere, rechts Gudrun Abt und links die robuste, die Kernige, wie die Leichtathletinnen selbst sagen, die Ulrike Heinz. An die erste Hürde kommen Ulrike Heinz und Gudrun Abt zeitgleich, wobei Gudrun Abt schon aufläuft zu Sabine Alba. Hier sehen Sie Ulrike Heinz, groß im Bild. Langer, kräftiger Schritt und auf der Geraden läuft sie sehr, sehr stark. Läuft schon auf zu Gudrun Abt. Und wenn sie jetzt schon bei dir ist, was wird dann erst am Ende werden? Ja, das ist sicherlich nicht die Gudrun Abt, die wir kennen. Deutlicher Vorsprung von Ulrike Heinz. Bisschen gedrippelt, aber schauen Sie sich mal diese kräftigen Oberschenkel an. Und Sabine Alba gefährdet sogar Gudrun Abt. Und Ulrike Heinz läuft einem souveränen Sieg entgegen. Und Gudrun Abt wird nicht einmal Zweite. Sabine Alba wird sogar Zweite. Und ganz außen verliert sie sogar noch den dritten Rang. Hervorragende Zeit, 55,92 Sekunden. Und Christiane Beinhauer, sicherlich ein schönes Rennen von ihr auf der Zielgeraden, kam ganz außen noch nach vorne. Aber Ulrike Heinz in sehr guter Zeit, erneut unter 56 Sekunden hat sie gewonnen. Ich sagte, bei Gudrun Abt muss man deutliche Abstriche machen. Diese Saison wird sie sicherlich nach diesem Rennen abhaken, wie so einige andere auch. So haben wir zum Beispiel von Helga Arendt nach dem gestrigen Rennen gehört.
dass sie nur noch bei der Universiade in der Staffel laufen will und auch nicht im Weltcup. Starten wird Ulrike Heinz und ich bin neugierig bei der Zeit über die Hürden, wie sie über 400 flach mal laufen wird. Demnächst wird auch bei der Universiade in der Staffel mit dabei sein, Ulrike Heinz. Und damit kennen Sie ein neues Gesicht auf der 400 Meter Hürdendistanz, nämlich die Meisterin Ulrike Heinz. Vertraute Autos, vertraute Namen vom Formel 1 Rennsport in Budapest von Hans-Reinhard Scheu.